So, meine lieben Freunde, wir sind wieder unterwegs und holen den 20. Stern. Ich habe gerade eine kleine Pause gemacht. Und baue einen Schneemann. Das sollte ja wohl zu schaffen sein. So. Das ist das, was ich in... Ich weiß gar nicht, ob es im vorher... Nein, nicht da rein. Was ich im vorherigen Video gesagt hatte, dass man diese Sachen hier braucht. Oh Mann, ich fühle mich so kopflos. Kennst du jemanden, der nach einem Körper sucht? Unten, okay, dann los. Großartig, oder allein die Idee hier, dass das der Schneemann hier so runterrollt. Großartig. So. Schnief, schnief. Mein einstattlicher Körper hat sich in Wasser aufgelöst. Ich würde alles für einen neuen Körper geben. Vielleicht kannst du mir helfen. Ja. Hä? Das war jetzt gerade falsch. Was habe ich denn jetzt hier falsch gemacht? Oder muss ich vor der Kugel unten sein und sie dann hier... Sie ist ja hier abgeschmiert. Ich muss nochmal hoch. Glaube ich. Da war irgendwas falsch. Oder muss ich in den Kopf reindüsen? Nein, das war falsch. Nochmal ein Stück höher. Wie war denn das mit der Kugel? Oh Gott, ich kann mich an so wenig erinnern aus dem Mario-Spiel hier. Das war's auch nicht, okay. So, mich mal nach oben katapultieren. Das reicht noch nicht. Da reicht es doch schon. Komm schon. So, was los, ey, cooler Kopf hier. So, schnell hinterher. Bisschen Vorsprung. Ich werde überrollt, ich werde überrollt. Da kommt sie. Zusammen. Dann muss das mit der Kanone zu tun haben. Jedenfalls glaube ich das. Ich weiß es nicht. Okay, und man braucht ja auch noch die Zeit. Nein, wie ungünstig ist das denn? Okay, nee, das ging noch. Man braucht ja auch noch die Zeit, um dann in die Kanone zu steigen, wenn ich das machen will. Schieße ich mich nach da? Nee. Komm schon! Alter, er kommt einfach nicht auf die Höhe, ne? Mann, 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 Mario. War nicht schlecht.
Na toll, jetzt steckt er fest. Oh, ich breche. Wie war denn das? Verdammt. Ey, ich schwör's euch, ich hab Mario früher zack, zack durchgespielt. Ich krieg's aber nicht mehr hin. Man hat auch immer gewusst, wo man langfliegen muss und wo man sich hinschießen muss und all so ein Kram. Das war mir alles mal bewusst. Nein, das ist nicht dein Ernst. Schneller. Schneller. Das kann ich schon vergessen. Schon neuer Kopf da. Brauche Energie. Holen wir mal Energie. So. Ich bin da nur gegengehüpft und verliere schon Energie. Ich raste aus. So, und jetzt hier schnell runter. Schnell, 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 schnell. Schnell, 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 schnell. Das war... Oh, verdammt. Echt jetzt mal? Was ist denn daran gerade so kompliziert? Gleich schon das nächste Leben. Hat ja nicht gereicht, dass ich es beim Pinguin verloren habe. Nein, ich muss es auch beim Schneemann verlieren. Hüpf, hüpf, du Schlampe. So, nochmal. Mario ist schon fertig mit der Welt. So. Wahrscheinlich letzter Versuch, weil ich dann krepieren werde. Alter. Ich weiß es nicht. Ich bin tot. Ich weiß wirklich nicht, wie ich das machen soll. Mama mia. Ja. Power einen Schneemann. Ich dachte eigentlich, dass meine Idee ganz gut wäre, mit dem dagegen springen. Wieso kennst du jemanden, der nach einem Kopf sucht? Unten, okay, dann los. Ah, jetzt weiß ich es wieder. Oder jedenfalls hoffe ich das. Vielleicht muss ich auch nur im richtigen Moment ihn ansprechen. Kurz warten, bis der Ball um die Ecke kommt. Kann nicht wahr sein. Schnief, schnief, ein stattlicher Körper hat sich in Wasser aufgelöst. Ich würde alles für einen neuen Körper geben. Vielleicht kannst du mir... Ja. Scheint ja nicht. Sagt er noch was anderes? Das hat
doch irgendwas mit... Das muss doch was mit dem Stein zu tun haben. Ich weiß es nicht mehr. Was müsste man denn da hinstellen, damit die Kugel hält? Na, hier ist das Leben nicht. Ich muss da drüben mal rein, damit meine Leben nicht sich irgendwann in Wohlgefallen auflösen. Das ist das nächste Fail-Video. Und das beide Male in dieser Welt hier. Großartig. Ja. Echt super, dass ich das nicht mehr weiß. Oh, in 3D, also richtigen 3D. Oh, nein, das ist nicht dein Ernst. Also auf dem 3D-Fernseher käme das sicher total gut mit den Schneeflocken. Ich bin gerade echt überfragt. Nein, ein bisschen weiter links. Ach man, leck mich doch am Arsch, du Scheiße. Mal gucken, kann ich den irgendwie von hinten? Da kann ich gar nichts machen. Die Kugel kann ich ja auch nicht aufhalten. Mann, was mich am meisten aufregt ist, ich habe das als Kind hingekriegt, ja? Als kleiner Bub, ne? Der kleine Alex, kleiner Bub. Da habe ich das hier gespielt und da habe ich nicht großartig drüber nachgedacht, was ich machen muss, sondern es hat alles irgendwie funktioniert. Ich habe in diesem Scheißspiel 120 Sterne gehabt und konnte mit der... Ich habe Yoshi oben auf dem Dach gehabt, ne? Also das kriegt man alles dann. Ohne irgendeinen Spielbegleiter, ohne irgendwie Hilfe. Weil man experimentiert. Oh, na tolle Boss. Ich warte jetzt echt, bis er kurz davor ist und dann renne ich nochmal genau vor sein Gesicht. Was soll es denn sonst sein? Er redet nicht mehr mit mir. Er redet nicht mit mir. Hast du gesehen, dass dein Scheißkörper da gerade dran vorbeigedüst ist? Spacken. Ich weiß, dass man auch mit diesem Sprung kann man auch durch Level glitschen. Aber nicht hier. Mann, ich breche ins Essen, echt. Warum ist mir das hier mit der Kanone so im Begriff, also, dass ich das die ganze Zeit versuchen will? Oder war das etwas, was ich als Kind auch versucht habe, weil es mir logisch erschien und es funktioniert nicht? Das kann natürlich auch sein. Ich versuche das jetzt nochmal. Das habe ich nur nicht richtig im richtigen Moment getroffen. Oh, du verfickte Kamera. So. Runter, Mario. Oh, fuck. Schneller. Es wird dein Tod. Ich kotz ab, Leute. Echt. Ich kotz ab. Ich weiß nicht, wie ich den Schneemann baue. Das ist doch nicht wahr. Wie baue ich den Schneemann? Was steht denn hier? Der Weihnachtsmann ist nicht der Einzige, der in Schornsteine klettert. Ah ja, okay.
fühle mich so kopflos. So, neuer Versuch. Vielleicht mal ein bisschen eher. Erstmal die Leben wieder einsacken, damit ich hier noch längere Versuche habe. Das haust du mir nicht ab, Leben. Haha. Ich habe mich schon verarscht, Leben. Leben sind ja auch voll inflationär hier. Die aber hier auch so viel Hilfe geben. Ne? Und du mit diesem einen Satz alles hinkriegen sollst. Das ist doch scheiße. Das ist doch... Heutzutage wäre das bei jedem neuen Spiel wäre das nicht mehr so. Kann ich mir jedenfalls nicht vorstellen. Aber wie ich schon sagte in einem Video. Oder habe ich das in die... Das ist jetzt nicht euer Ernst, ey. Das ist nicht euer Ernst. Oh, du bekackter Schneemann. Oh, das hat sicher richtig weh. Nein, ich will dein Scheißkind nicht retten. Mein Kind geht mir am Arsch vorbei. Was soll überhaupt hier diese blöde Treppe hier? Diese Treppe ins Nichts. Gar nichts. Mario geht mir so auf den Sack hier. Ich kann auch schon dieses Schneelevel nicht mehr sehen. Ich bin gerade voll aggro. Weil das mich so annervt. Wir fahren jetzt mal ganz gechillt hoch. Ich wette, es gibt einen total einfachen Trick und ich kriege ihn ja nicht geschissen. Das hat was mit den Sternen, mit den Links zu tun, mit den. Also da sind doch hier überall diese blöden. Kann ich den rüberschieben? Hier sind überall diese blöden Steine. Es muss einen Grund geben, dass diese Steine hier liegen. Die Kugel muss einen anderen Weg einschlagen. Nur wie nimmt die Kugel einen anderen... Ne, dass es hier so Dong, Dong, Dong macht. Ist hier irgendwas, was man in den Weg stellen kann? Na... Warum kann ich manchmal springen und manchmal nicht? Oh. Er berührt die Steine ja nicht mal. Ich wette, das ist so simpel. Ich glaube echt, und das ist so schlimm. Jetzt gerne hier einen Browser öffnen, was eintippen. Es kotzt mich gerade so an. Wisst ihr, was mich auch ankotzt? Ich spiele auf der Wii U, spiele ich das alte Zelda. Das auf NES. Und ich hänge gerade bei so beschissenen Magiern. Ich glaube, das ist der 6. Dungeon. So. Und ich habe da so einen bescheuerten Stab gekriegt. Oh, warum kann ich ihn jetzt auf einmal hier so toll hochlaufen? Naja, ist ja auch egal. Bei so beschissenen Magiern hänge ich da. Und die machen mich immer voll fertig. Ich musste das safe-statten auf der Wii U. Das geht nämlich. Du kannst einen Speicherpunkt anlegen. Und ich hänge in diesem scheiß Dungeon schon die ganze Zeit fest. Du regst mich schon die ganze Zeit auf. Stirb.
gucke mir jetzt mal an, wie die Kugel da rollt. Also ich rolle der Kugel jetzt mal voll hinterher. So. Da rollt sie. Oh, jetzt häng ich fest. So, jetzt. Oh, ich habe einen geheimen Stern gerade gesehen. Hat das was mit der Tanne oben zu tun, die da auf der Mitte ist? Und ich muss doch von hier aus auch besser hochkommen. Das kann man jetzt auch mal testen. Ist auch scheißegal hier. Aha. Oh, ein bisschen Zeit gespart. So. Jetzt runter. Ich stelle mich jetzt einfach vor diesen bescheuerten Schneemann. Ich wollte das Ding bremsen. Mit dem ganzen Tann kann ich nichts machen, ne? Mit der kann ich nichts machen. Oh ja, ich weiß. Ich werde es doch hinkriegen, diese bescheuerte Quest zu schaffen. Oh ja, ich habe schon wieder vergessen zu springen. Oh ja, toll. Irgendwo was mega krasses übersehen. Hier war doch gerade dieser versteckte Stern oder so. Den sieht man gar nicht. Ich springe mal runter. Da ist so eine komische Plattform. Mama mia. Ehrlich jetzt, ey. Muss doch da was ganz Logisches und Einfaches geben. Mit den Fähigkeiten, die ich jetzt habe. Ja, du überrollst mich jetzt direkt. Finde ich gut. Oder? Ich tippe immer noch auf die Kanonenkugel. Auch cool. Ich bleibe einfach so stecken. Diesmal sollten wir mal gucken, wo die Kugel hingeht. Ich krieg die Kamera nicht gedreht. Ich krieg die Kamera nicht gedreht. Da, sie versinkt in diesem Loch. Von den Kanonenbrüdern hier. Gut. Das war exzellent. Raus mit dir, Mario. Ich mach die Kanonen abschussbereit. Haben wir doch. Alter. Ich krieg das auf. Ich bin gerade so aggro. So. Was haben wir denn jetzt hier Schönes? Hier, Agro-Spacken. Nimm das, du Spaß. Nimm das, du Spaß. Okay, was steht hier? Steht hier, wie ich einen Schneemann baue? Das wäre richtig cool. Erinnerst du dich noch an den Weitsprung? Renne und drücke Z und... Ah, okay. Du, liebe Zuschauer, wir
Wir überspringen jetzt den scheiß Schneemann, wie es aussieht. Okay, was habe ich da jetzt falsch gemacht? Man weiß es nicht. Okay. Nein, noch den dritten da rein. Also ein Dreifachsprung da hoch, okay. So. Oh Mario, echt? Echt jetzt? Echt? Echt? Mario! Ja, nein, ich weiß, das Problem sitzt oder steht immer vor dem Computer. Das braucht man mir nicht sagen. Nochmal. So. Ich habe den Stern gefunden. Aber das ist nicht der richtige. Ihr habt jetzt ein 26-Minuten-Video davon, wie ich einen Stern finde, den ich noch gar nicht finden wollte. Denke an den Wandsprung. Ich habe jetzt einen Stern übersprungen und es fehlt uns immer noch einer. Aber nach jedem Stern mache ich Schluss. Das wisst ihr. Das heißt, das hier ist jetzt Denke an den Wandsprung. Mega Fail. Und ja, ich bin jetzt mega frustriert, wir haben es 2 Uhr nachts, ich habe keine Lust mehr, echt nicht. Und ich glaube, ich rufe mal meine Schwester an morgen und frage sie mal, ob sie noch weiß, wie man einen Schneemann baut. Das ist nicht wie Internet gucken, das ist Nachfragen. Nachfragen, ob jemand was weiß, aber nicht Google. Das nehme ich mir auf jeden Fall vor für dieses Scheißspiel, aber ich verstehe es gerade nicht. Ich verstehe es beim besten Willen nicht. Oh Mann. Ja, Mario. Ja, genau so geht's mir auch. Wir sehen uns im nächsten Video wieder, liebe Leute. Mario pennt. Er ist müde. Ich bin's auch. Haut rein und bis denne. Und entschuldigt bitte, dass dieses Video 28 Minuten gedauert hat. Ohne Erfolg. Also ohne den eigentlichen Erfolg. Haut rein und bis denne. Ciao.